Servus, Grüezi und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Friendly Fighter Forza Horizon 4 mit dem lieben Manu. Ali, Hallöchen! Viva la France! Viva la France! Aua. Si, Senor. Si, Baguette. Le Baguette? Le Baguette? Le Baguette? Oh, Charmant, Le Baguette? Will ich sehen, meine Baguette? Guckst du? Oh, la Baguette! Was fährst denn du? Ein Renault Clio. Ja, ich habe einen Renault Clio. Aber meins. Ich fahre wieder mein älteres Modell. Oh, Beschleunigung ist schon wieder on fleek. Na ja, wenigstens ist er laut. Recht, was Warte mal, geht jetzt eigentlich. Ja. Ganz angenehm. Bella Scusi! Oh, geh weiter, wieder. Fahren Sie mir aus dem Weg! Ja, wenn kein wieder stehen bleibt, was du da machst. Hui, ich hab wieder ein Driftauto. Oh, leck mich nicht. Na, der Mai biegt. Na, ja, extra schaut da wieder hinter. Leicht ist wie eine Fliege. Ja, Fliese. Weil das ist aber so recht schön im Dirt, wenn er so wegen so der Arsch kommt. Das ist aber so schön. Wenn du so wogeln meinst. Jo. Wenn der Poppes ein bisschen wackelt. Der Poppes muss hinten rüber! Ah, brauche ich Handbremse. Ja, eigentlich nicht, das ist ja das Schöne. Ah, das ist nicht, weil ich nicht so weit denke. Ich bin am Checkpoint vorbeigefahren. Genau. Okay. Naja. Gut, dein Grupp mit deinen ersten Kämpfen und meinem ersten Blut. Ja, das ist gut, Manu. Mach das. Du bist ein guter. Das ist er. Das ist er. Mein extra besser beim Tuning aufpassen. So. Irgendwie schreibt sie das doch nicht ganz. Hui! Hui? Der Glazy Cheesy! Ah, oh, hör wirklich, wenn der Glazy ist, ein Cheesy. Was für ein Cheesy? Weiß ich nicht. Euchel Cheesy. Hallo! Was? Was? Na, totally perfect. Bitte was? Was? Tortellini? Was? Totally perfect, Mike, von Gott. Ah, sagen. Ja, so gut ist es. Kann man schon wieder, als Sonntag ist. Übrigens, mal wieder einen Tag später dran. Gestern ist nichts mehr gegangen. Und heute war es auch nur ein Klick, weil ich gesagt habe, so, jetzt gehen wir mal kurz weg und wenn es nicht geht, dann gehen wir auf Raft. Naja, jetzt geht's. Genau. Deswegen fahren wir jetzt wieder mehr Runden und morgen machen wir wieder das Gleiche. Sitzen wir uns auf die Nacht her und sagen wir, ah, es geht nichts. Dann warten wir 10 Mal und dann fahren wir durch. Ich glaube, es kann sein, dass keine Folge nicht mehr kommt. Kann auch sein. Dass Sonntagsfolge ausfällt. Kommt ein Alternativprogramm? Boah, das möchte ich jetzt noch nicht fest sagen. Ah, vielleicht bei Berliner Folge Mario Kart noch nicht dazwischen schmeißen. Und statt Forza. Ja, das kann man nehmen vielleicht dann, machen. Nehmen wir dann Forza Kart. Ein Forza Kart? Ja. Im Frühling. Okay. Im Frühling in Sternencup. Ja. Oder nur Regenbogenstrecken. Boah. Mit Pilzen. Bist du das Wahnsinns? Mit Pilz only. Das wird nichts. Jo, oh, ich nehme Biere. Das wird Scheibs, weil ich nehme kein einziges Item nicht hier. Ja. Hey, ist nicht so schlimm, weil ich bin. Was machst du denn, wieder kein Job geht? Wie so ein Zapfei. Ja, sehr klar. Ui! Machen doch. Nein, auf der Schwierigkeit mit selbstmachen Tuning und nicht viel kennst du aus, machst du einen Fehler oft, ist eigentlich gelaufen. Hm. Das war auch das. Ja, mein Gott. Ich sage mal so, mit dem Tuning an sich ein bisschen ein Grundwissen hat man ja. Ja, okay. Aber es handelt oft so, wie du magst lieber, dass er biegt. Ich mag, dass das Heck leicht ist, dass er schön umschwingt um Kurven. Das ist aber eine Auslegungssache. Ich mag schon, dass er biegt, aber ich habe jetzt schon herausgefunden, dass es gar nicht so schlecht ist, wenn man die Unterklassen, die Standardreifen dran lässt. Nein, das ist ja nicht schlecht. Weißt du, da mehr in den Mannen um einen Tuner kannst, was du da so gar nicht kannst. Du hast obwohl, ich glaube, bei deinem Hi-Fi Offroad-Reifen trifft er. Ja. Ja. Bei den anderen zwei. Aber ich glaube, das ist mein Fehler. Ja, gut, bei einem Offroad war sowieso Offroad.
aber beim nächsten, beim Toyota ist die Klasse, oder? Ja, ja. Da habe ich auch die Standardreifen, weil die anderen nicht gegangen haben. Nietzsche. Fahren wir das mal. Ich hoffe! Was das uns vor so Lust? Nur als kleiner Spoiler, jeden Toyota Supra RZ. Ich hätte einen Toyota Supra 2.0 GT. Oho. Manuel, ich sehe es kommen. Sehst du es auch? La Bomba! Ich habe nicht ganz sicher, ich bin spät in die Kurve nicht gekommen. Ja, es bin heute auch bei Ihnen noch ein wenig um die Weh. Da kann ich das weigern. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen, du. Du musst mir es eigentlich nur sagen, dann fällt auf Zeiten, wenn du wieder mal so La Bomba machen möchtest. La Granata, La Bomba, La Chita. La Baguette. Oh, das war eine kleine La Granata. Mir nicht. Jetzt haben wir verschreckt. Die war aber eigentlich ungewollt. Dann können wir einfach durch Kurven besser wie KI. Jawohl! Hola, bella scusi! Bella mon ami! Nein, lieber nicht. Nicht. Leco mich schon meine Baguette. Also ich möchte jetzt nichts sagen, aber das... Aber du möchtest etwas sagen. Aber der alte Renault Clio ist besser wie der neue, anscheinend. Mir scheint auch, oder du hast einfach ein gutes Tuning gemischt. Oder, dass du gut auskennst. Oder der alte Fahrer ist einfach besser wie der junge Fahrer. Das könnte auch sein. Das trifft sogar zu, weil du bist noch einmal wie, gell? Das wird sich wahrscheinlich auch nie ändern. Nicht? Ich glaube nicht. Meinst du? Hoppa, lioppa, scusi, Pelodrome. Also ich fahr gerade so gut. So gut? Eigenlob stinkt da nicht. Also meistens nicht. Wechseln so wie es sei. Ich habe einen Checkpoint verpasst. Das könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben, ob ich gerade gut fahre oder nicht. Na. Schreibt's einfach. Na. Mando, nein. Mando, nein. Hypnosen. Oh, ist dieses Kreisli. Was hast du schon wieder den Checkpoint verpasst? Ja, hab ich ja gesagt. Ja, ich habe nicht mitgekriegt mit meiner... Ich war zweiter gewesen. Weißt du, ich bin da so voll fokussiert auf das Rennen da, so, weißt du. Ah, super, es ist schon gegangen. Ja, und bin ich wieder mal letzter. Ah, das ist schon wieder so deprimierend, nie wieder Sonntag aufnehmen. Wann sollte man denn deiner Meinung nach aufnehmen? Oh, keine Ahnung. Keine Ahnung, ich habe nie Zeit. Das ist der Wahnsinn. So, ab der Lader. Ab der Lader? Haben wir noch was? Ja, das letzte, sag ja. Ja, freilich. Jetzt schauen wir mal. Was schauen wir denn? Ob das letzte besser wird? Ich möchte noch mal Zweiter werden. Das war schon mal ein Film. Ich möchte noch mal Zweiter werden, weil erster habe ich sowieso keine Chance. Nicht mit dem Auto. Nein. Der liegt mir nicht. Dort rennen kostet mir schwieriger. Wenn's Tuning passt im Dirt, bin ich brutal. Brutal? Brutal. Was schon Eigenlob stinkt, aber ja. Oh, jetzt schmecke ich bis da oben. Übrigens... Oh nein, das bin ich selber. Weil wir gerade ein wenig so dabei haben. Ha? Angeblich sollte jetzt Forza Horizon 5 angekündigt sein. Hab ich keine Zeit. Soll dieses Jahr noch erscheinen? Und soll jetzt noch aussagen? Also dieses Jahr noch? Also Ende des Jahres, gehen wir mal vor. Es wird vermutet. Okay. Auf alle Fälle habe ich jetzt wieder irgendetwas gelesen. Also kann es durchaus sein, dass wir irgendwann dieses Jahr noch ein neues Forza Horizon kriegen. Und ja, das cool. Gibt es natürlich auf unserem Kanal zum sehen. Ist ja logisch. Wirklich? Auf unserem YouTube-Kanal? YouTube's Twitch-Kanal, wo auch immer. Irgendwo sieht man es dann. Discord-Kanal. Auf Discord kann man sich auch alle Videos anschauen. Discord? Ja, da kann man draufklicken, ja. Ja, sag ja. Ich hab schon wieder einen Checkpoint. Ich wollte gerade sagen, was weißt denn du wie ein Scheiß zusammen? Aber schön, dass man keine Ahnung aufhältst, du jetzt bei Ersten. Dir läuft's nicht, hä? Mm-mm, überhaupt nicht halt. Kannst Polyton nicht haben. Jetzt hätte ich gerade ein wenig ein grooves Auto gefunden und da verpasse ich wieder ein Checkpoint.
Aber immerhin findest du den Anschluss. Ja, mit riskanter Vorweise. Nein. Das hat einen anderen Grund. Dann sag ich da oben jetzt nicht. Ah, du musst schon wieder ausbremsen. Du Sackler. Dann hätte ich gar keine Granate machen müssen. Ah. Don't know. I don't know. Ja, super, wir holen sie auf der Groten. Ach so. Oh. Und ich bremse schon voll ein. Da sehe ich mich. Was machst du? Um Kurven umfahren. Nein. Da hinten schon ist der Reibahn. Ja. So, jetzt komm, auf geht's. Zweiter Platz ist noch drin. Geh weiter. Ja, komm nicht nachher. Sorry. Ich muss mich länger mit deinem Tuning beschäftigen, weißt du also. Boah! Das hilft doch nicht. Ja, 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 ja. So ist der Sandwich. Das ist der Sandwich. The Sandwich. I have seen the Sandwich. And the Sandwich have seen me. Na komm. Spitzt du? Was denn? Fahr halt an. Schick dir mal KI um. Ich wollte das auch verhalten. Ich weiß schon, dass du gut machst. Voll. Also, du meinst, so Kurven normal nehmen darfst, kommst du wesentlich weiter. Na, keine Beschleunigung nicht. Na, was verloren? Ah, geh wir fürs Weg. Da hat ich sagen, alt gegen neu hat alt definitiv gewonnen. Bei Weitem. Mhm. Es war für Katz. Dein Tuning war für ein A. Das war absolut für Katz. Sowas von. Und es kommt auch hier. Mei, das kommt auch hier. Ja, ich habe auch schon Tuningskotte, wo scheiße waren. Oh. Oh. Jupps am Hirn. Stardew Rally abgeschlossen und. Ja! Stardew Valley. Das okay. Was für heute? Ich bedanke mich auf alle Fälle bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Liken, Hypen nicht vergessen. Und dann sagen wir es, ob es am Sonntag weitergeht oder nicht. Ich möchte nichts versprechen. Weil aktuell schaut es nicht gut aus. Aber ja, dann müsst ihr mal ohne auskommen oder mit einem Ersatzprojekt. Und damit bedanke mich bei euch und bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. Arrivederci und ciao. Ich mag den Renault lieber. Scheiß auf Auto.